Hallo liebe Filmfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video hier von Bau den DeLorean auf Andys Kinoblog. Ja, ich bin wieder zurück aus meiner Sommerpause und ich habe jetzt längere Zeit keine Videos gemacht. Das lag daran, dass ich fast 4 Wochen Urlaub hatte und nach meinem Urlaub bin ich direkt auch wieder ins Berufsleben eingestiegen und habe, ja, wirklich sehr viel gearbeitet und habe richtig rangeklotzt. Und wie gesagt, es war mir auch definitiv zu warm, um Videos zu machen. Es ist jetzt immer noch zu warm, aber wie ihr jetzt natürlich hier sehen könnt, haben sich 2 Kartons jetzt angestaut für Bau den DeLorean. Und das heißt, es sind 2 Ausgaben, die jetzt gekommen sind. Und die muss ich jetzt irgendwie in irgendeiner Weise noch nachholen. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde euch einmal kurz die einzelnen Ausgaben zeigen. Allerdings werde ich jetzt nicht 4 Stunden hier aufbauen, sondern ich werde euch danach das fertige Produkt oder das fertige Modell dann mit den ganzen Ausgaben zeigen, wie das dann letztendlich danach aussieht und was wir jetzt alles hier dabei haben. Aber sonst wird das Video einfach definitiv zu lang und da bitte ich natürlich euch um Verständnis, dass ich jetzt hier kein 2-3 Stunden Aufbauvideo machen kann, weil das würde das mindestens beinhalten. Ja, ihr habt richtig gesehen, es sind 2 Ausgaben. Das war die erste. Wir haben hier, muss man gerade gucken, die Ausgabe 26, 27, sind teilweise immer noch Sachen vom Motor, 28, dann haben wir, oh, was ganz Großes, das ist ein Metallteil, das müsste dann die 29 sein, ist korrekt. Dann haben wir die 30 und die 31. Das werde ich dann jetzt in den nächsten Tagen bauen. Und dann haben wir natürlich auch wieder größere Teile. Radkästen 37, 36. Was ist das? 35. Natürlich, das ist 34. Hier haben wir die 33, es geht jetzt nur mal von der Nummer abwärts. Oh, Batteriefach, was hier wohl dann auch festgemacht wird. Interessant. Okay, das ist die 32 und noch ein, oh, ein schönes Poster von der Zeitmaschine in der Explosions, so ein bisschen mit Explosionszeichnung bzw. mit Explosionsbildung. Explosionszeichnung steht auch oben drauf. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ja, das kann ich euch alles zeigen. Und ich werde euch selbstverständlich und ganz klar zeigen, wie das Ding nachher dann aussieht, wenn ich die ganzen Teile fertig zusammengebaut habe. Aber das machen wir jetzt nicht hier in einem Video, sondern wie gesagt, ich baue das Ding. Und dann zeige ich euch das Endergebnis, weil sonst wird es, wie gesagt, viel zu lange dauern. Ja, es stehen noch, so glaube ich, 1 oder 2 Verlosungen aus. Die habe ich vor dem Urlaub gemacht. Ich werde nochmal auf meinem Kanal nachschauen, letztendlich wie viele Leute daran teilgenommen haben. Wenn es zu wenige sind, werde ich nochmal eine neue Verlosung machen. Weil ich muss natürlich auch einen gewissen Satz haben oder sollte auch einen gewissen Zuschauersatz haben, die Leute, die auch Interesse dran haben, Mediabooks von Nameless zu gewinnen. Und ihr hört im Hintergrund auch mein Lüftergeräusch. Ich bin wieder ein neues 3D-Projekt am machen, aber es hat diesmal nichts mit irgendwelchen Props zu tun oder Film und Fernsehen, sondern ist für mich privat. Ich bin was am Bauen für Deko und daher ist der 3D-Drucker gerade im Standby-Betrieb. Wenn er jetzt noch laufen würde, wäre er extrem lauter. Ja, ich war wie gesagt 4 Wochen in Urlaub gewesen, danach wieder voll arbeiten und heute habe ich mal ein bisschen Zeit, ein Video anfangen zu, oder ja, anfangen ein Video zu drehen und ich freue mich auf jeden Fall drauf, jetzt weiterhin zu sehen, wie der DeLorean dann ja, immer größer wird und wächst. Das ist ja Ziel der Sache. Und ich hoffe, dass dann jetzt in den nächsten Wochen, Monaten wieder, ja, ich sag mal, regelmäßig Videos von mir kommen. Wie gesagt,
ich mache ja meistens, die Leute, die mich verfolgen, regelmäßig, ich mache ja meistens Sommerpausen, weil es ist dann einfach mir zu warm und ich habe dann wirklich auch keine Motivation, keine Lust, Videos zu produzieren. Und ich möchte dann einfach nur mit meinen Leuten abhängen und mit meiner Familie viel grillen, viel Urlaub, viel raus. Wir waren jetzt auch noch mehrfach an der Nordsee gewesen. Das ist so mein Lieblingsplatz da oben, Nordsee. Entweder Richtung Holland, Texel oben oder Puvatsdam. Da ist auch eine sehr, sehr schöne Gegend oben am, an dem Eiselmeer und alles. Und natürlich Rotterdam da oben die Gegend. Da ist das Grevelinger Meer, da kann man toll surfen. Ich habe einen Kite-Lizenz gemacht mit meiner Frau zusammen. Ich muss dazu sagen, ich kite schon, also Kitesurfen nennt sich das. Wenn ich weiß, was Kitesurfen ist, das funktioniert mit so einem Lenkdrachen praktisch, den man am Körper mit sich trägt. Man muss einen Neoprenanzug haben. Und dieser Lenkdrachen oder dieser Kite, der hat eine Spannweite von 14 Quadrat, also der ist schon riesig und hat natürlich auch eine sehr, sehr große Kraft, die er entwickeln kann. Kiten ist übrigens auch sehr gefährlich. Wir kiten ja auch schon seit einigen Jahren. Ein bisschen kiten kann man, aber da ich natürlich so weit von der Nordsee weg wohne, ist es immer schwierig, dann seine Sachen, die man gelernt hat, im Jahr, wenn man halt nicht da ist, dann umzusetzen. Man verlernt auch wieder einiges. Aber es ist halt seit einigen Jahren so, dass man eine Kite-Lizenz benötigt, um auch Kite-Ausrüstung zu kaufen und daher und auch an einigen Stellen zu kiten, weil das ist nicht so einfach. Da braucht man eine Lizenz für. Und diese Lizenz haben wir auch im Urlaub gemacht. Wir mussten da mit dem Einsteigerkurs anfangen, was für uns natürlich, ich sag mal, jetzt nicht verkehrt war, nochmal alles so zu üben und zu lernen. Das war jetzt, ich fand das eigentlich ganz cool. Und wir haben dann eine Lizenz gemacht, haben dann eine wirklich offizielle, einen Kite-Führerschein, womit wir auch an anderen Stränden in der EU hoffentlich auch Kite-Ausrüstung mal leihen können oder auch dort in den Gewässern, wo Kiten erlaubt ist, auch kiten dürfen. Das war das Ziel und das haben wir auch gemacht. Ja, das war uns halt wichtig, dass wir das offiziell auch machen dürfen und nicht nur so, ja, ich sag mal, geheim. Ja, dann, wie gesagt, in Ostfriesland unterwegs. Das ist auch so eine Gegend oben in Richtung Schillig, Emden, da die Gegend. Da sind wir auch sehr gerne im Urlaub und machen an der See dann wirklich erholsamen Urlaub. Und wir waren fast jetzt 4 Wochen weg. Ich hatte noch Resturlaub aus dem letzten Jahr und ich habe gesagt, wir nehmen denn dann diesen Sommer komplett. Ich habe natürlich jetzt noch einen Resturlaub von diesem Jahr noch und konnte somit 4 Wochen jetzt, ich sag mal, Urlaub machen und das habe ich auch dringend gebraucht. Ich habe mich wirklich super erholt, ich habe jetzt wieder neue Energie und es macht wirklich sehr viel Spaß. Ja, ich will euch jetzt auch nicht länger auf die Folter spannen. Ich fange jetzt an mit dem Bau des DeLorean oder mit dem Weiterbau und fange jetzt bei der ersten Ausgabe hier von der 31 da oder 28, was das auch immer war, an. Und dann mache ich die nächste Ausgabe. Ich hoffe, dass ich zügig fertig werde. Dann kann ich euch dann auch das Endprodukt zeigen. Und seid mir nicht böse, wenn ich jetzt kein Komplettvideo mache, wie ich das zusammenbaue. Dann dauert das Video 3 Stunden und das will sich wahrscheinlich auch keiner ansehen. Das dauert einfach zu lange. So, dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Endprodukt. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich mit dem Bau des DeLorean fertig bin. Natürlich seht ihr das gleich im Abspann direkt. Ich werde wahrscheinlich jetzt hier 4 Stunden sitzen und zusammenbauen. Aber c'est la vie, so ist das nun mal. Bis gleich, ciao! So ihr Lieben, ich bin jetzt schon fast mit der ersten Sache durch. Allerdings gibt es hier ein kleines Problem. Und zwar bei der Ausgabe 31 haben die mir leider das gleiche Teil war da drin. Das heißt, ich kann das momentan nicht zusammenbauen, weil eigentlich beide für die linke Seite sind und ich brauche noch eins für die rechte Seite oder je nachdem, wie man es sieht, umzudrehen. Aber die schicken mir jetzt ein neues zu. Ich habe jetzt hier schon Auspuffanlage, Schalldämpfer, Querstreben dran, vorne ist ein Lüfter und hier die Auspuffrohre sind drauf gekommen. Ich werde das Ganze jetzt nochmal rumdrehen, dann könnt ihr das sehen, inklusive dieser großen Bodenplatte. Motor ist jetzt auch eingebaut. Das Ganze sieht dann von vorne so aus. Und es macht auf jeden Fall einen sehr coolen Eindruck. Das Einzige, und das habe ich ja schon bereits in dem Video gesagt, was mich stört, ist, dass
die Magnete von den Rädern hier nicht stark genug sind und dann teilweise, wenn man es hochhebt oder schiebt, geht der Reifen einfach rum. Ansonsten ist das Ding wirklich bis jetzt einfach klasse verarbeitet und auch alles passt zusammen. Ich werde die nächste Ausgabe 36 bis, was haben wir da? Was habe ich gesagt? 33, schieß mich tot, 34, 35, 37, ja, bis dann noch machen, sobald ich das neue Teil habe, sonst kann ich nicht weiterbauen. Und daher lade ich jetzt erstmal das Video hoch und dann muss ich jetzt erstmal Pause machen. Ich hoffe, das geht ziemlich schnell. Und wie gesagt, ich schicke mir aufs Ausgabe 31 nochmal neu zu. Ja, ansonsten auch hier die Lüfter, ne? Hier sind die Lüfter eingebaut worden für den Motor. Das ist schon cool. Also ich muss echt sagen, sehr, sehr gut in Szene gesetzt. Ja, so, ja, hier der Schlauch, der geht zwischendurch manchmal ein bisschen raus beim Bauen, aber wenn der mir jetzt weiter so auf den Kittel geht, dann werde ich den einfach mit ein bisschen Sekundenkleber versehen und dann passt das auch. Ja, ansonsten, es ist jetzt schon alter Schwede, seht ihr? Also man hebt hoch und dann klebten die Reifen rum. Also das ist, das Magnet ist leider etwas zu schwach. Mal sehen. Also trotzdem stört mich das jetzt nicht, weil er wird sowieso bei mir in der Vitrine stehen. Und daher, aber sehr geil. Es macht auch Spaß, den zu bauen. Ja, ihr Lieben, das war jetzt meine Ausgabe 27 bis 31. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe jetzt nicht das Video so gemacht, wie ihr das halt kennt, aber ja, es ist halt so. Ne? Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video. Ich muss jetzt auf die Ersatzteile warten. Das ist jetzt doof, aber das ist jetzt kein Thema. Man bekommt das ja alles nach und neu. Und ja, ich finde das jetzt auch nicht so schlimm. Aber sieht cool aus. So, dann wünsche ich euch was. Bis dann, euer Andi von Andis Kinoblog. Tschüss. Und mein Drucker druckt immer noch.